Legen los, ist gut. Merci, Sie sind im Podcast da. Unbedingt. Alles, was es so. Übrigens sind wir schon voll beim Thema, man soll Ritual beibehalten. Das hilft, schneller wieder zueinander zu finden, wenn man sich sieht. Nach also, das Ritual ist da, die zwei Playmobil-Figürchen sind da. Jetzt sind es eigentlich im Moment Sabine und Felicitas. Feli und ich, wir leben im Moment nämlich da, so wir heute darüber reden, eine Fernbeziehung. Eigentlich nicht nur heute, auch sonst mit Führungen und Zürich, aber heute ganz besonders, du bist zu Ulm. Genau. Und ich zu Zürich und zwischen uns Zoom. Der Grund ist der, ihr habt es vielleicht gemerkt, vor 2 Wochen ist einfach kein Podcast-Folge gekommen. Tut mir sehr leid, aber ich bin mit Corona flach gelegen. Und das hat jetzt unseren Aufnahmeplan ein bisschen durcheinander gebracht, dass wir nur noch heute einen Termin gefunden haben. Und der ist leider nicht am gleichen Ort. Und weil wir auf Distanz sind, kommt auch nicht inneres Kind, wie wir das angekündigt haben, das gibt es dann nächstes Mal, sondern eben Fernbeziehung. Genau, ich habe gefunden, das passt perfekt. Und ich habe vor allem dir gesagt, inneres Kind ist mir so eine wichtige Folge. Da möchte ich, dass wir unser vertrautes kleines Kämmerchen wieder haben, wo wir ganz abtauchen können. Und Fernbeziehung, was ist passender für die übrigens allererste Zoom-Folge? Also Zoom-Aufnahmen haben wir noch gar nie gemacht. Nicht einmal in den Corona-Wellen, immer irgendwie rundherum gekommen. Passt doch nicht besser wie Fernbeziehung, weil ich glaube, genau was jetzt so unsere Herausforderungen sind, gehört auch ein bisschen das Thema von diesen Fernbeziehungen. Willkommen im Beziehungskosmos, dem Podcast, wo wir zusammen beziehungsweiser werden wollen. Ich bin Sabine Meyer, Journalistin und mir vis-à-vis auf dem Bildschirm. Felicitas Sambauer, Psycho- und Paartherapeutin. Beziehungskosmos. Ich bin wirklich gespannt auf die Aufnahme, weil schafft man es so auf 2D, die Chemie herzubringen, die wir sonst immer gesprochen haben. Was denkst du? Ich bin eigentlich recht zuversichtlich, weil ich finde, wir haben schon Übung. Also unsere Beziehung ist schon formiert, wir funktionieren schon gut. Merken aber jetzt schon, das ist für mich super, dass es die Option gibt, aber vermisse ich im Fall ein bisschen, ehrlich gesagt. Also nächstes Mal wieder live gern. Unbedingt, sehr gern. Ich glaube, das wird jetzt nicht Standard. Auch von mir als Technikchefin von unserem Podcast muss sagen, es ist eben nicht das Gleiche. Interessant habe ich gefunden, du hast gestern auf Instagram gefragt, hey, was meint ihr, was ist die Neuerung heute bei der Aufnahme? Haben wir einen Gast oder haben wir die erste Zoom-Aufnahme? Und tatsächlich, ich glaube, 3/4 haben gefunden, ganz sicher die Neuerung wird sein, ihr habt einen Gast. Wie interpretierst du das? Ja, es ist ja noch spannend. Also das Erste, was ich so gedacht habe, ist, hey, die kennen uns aber gar nicht gut, wenn sie mit dem Gast rechnen. Habe ich wirklich gerade das Erste gedacht, weil ich finde, wir betonen immer sehr, wie wichtig unser Setting ist und dass wir da nicht so leichtfertig etwas ändern. Mein Partner, der Amel, hat dann noch gesagt, ja, aber du, wenn so viel anklickt, heisst das nicht, dass sie das wollen, sondern du fragst ja, was denke ich da, was ist. Und eine Überlegung ist, ich kann mir vorstellen, dass weißt, wir haben ja angefangen, das ist ja schon krass, unser Podcast ist aufgegangen, die erste Folge mit dem ersten Lockdown, mehr oder weniger. Und ich habe auch gedacht, das ist ja wirklich krass, dass wir in der Zeit, wo alles auf online geschaltet hat, haben wir keine einzige Aufnahme nicht live gemacht. Und ich habe es tatsächlich eher so interpretiert, dass die gedacht haben, das kann ja nicht sein mit Zoom. Und das Zweite ist, dass ich einfach gedacht habe, ja, da gibt es wahrscheinlich solche, die das cool finden und andere, die haben vielleicht ja nicht geklickt und gedacht, nein, die müssen schön das Zweite bleiben. Genau, weil es kommen ja schon immer wieder auch Mails, wo Leute schreiben, hey, es wäre toll, wäre mal ein Mann dabei oder wenn dann nicht mal ein Gast, der eine andere Lebenswelt hat wie ihr zwei. Aber ja, für das müssen wir wirklich sagen, ich glaube, es gibt andere Podcasts und das ist ja das Tolle an Podcasts, es gibt für jedes Bedürfnis einen Podcast. Und wir geniessen es im Moment einfach so, wie wir es haben, oder? Also es ist auch, wir machen das ja primär auch aus Leidenschaft, miteinander zu reden und nicht mit der Absicht, allen gerecht zu werden. Ja, und ich finde, wir sind im Fall schon voll im Thema. Ja, auch mit einer Leidenschaft füreinander tatsächlich. Ich habe gerade so den Link gehabt, weißt du, zum Beziehung öffnen. Wir haben ja schon über das Erfolg gemacht. Und ich wieso merke, ich finde, durch die Anregungen, wenn Leute sagen, wenn ihr nicht mal und könnt ihr nicht und es wäre doch toll, bei mir ist vor allem passiert, also wir überlegen uns ja das auch. Es ist ja nicht so, dass wir dir einfach sagen, uns egal. Was bei mir passiert ist, ist, dass sozusagen mein Commitment an dich mit jedem von dem ja noch stärker wird. Also weil ich jedes Mal merke, ich finde, wir müssen auch nicht alles bedienen. Klar wäre es schön, es kommt mal jemand, der irgendwie
queer ist und das Leben wirklich lebt und nicht nur mir etwas darüber erzählt. Oder wenn ein Mann kommt, übrigens einfach, dass es mal gesagt ist, wenn ihr ein bisschen googelt auf unserer Webseite, ich habe zum Beispiel ja mit meinem Mann einen sehr niederfrequenten Podcast, wo er und ich reden, wo ich denke, wir müssen ja auch nicht alles dann abdecken und wir beide, die am Schluss ja auch da sind und sagen, eine der wichtigsten Qualitäten von dem Podcast ist, dass wir zwei einfach dort innen halt Protagonistinnen sind. Und ich glaube, bis auf Weiteres bleibt es mal so. Ich würde auch sagen, wir sind offen für Veränderungen und Kritik sowieso, aber im Moment ist es uns beiden wohl. Und das bringt mich jetzt auch zu unserem Thema, weil da geht es ja einmal darum, sich abzugleichen, ist es beiden wohl mit der Situation. Fernbeziehungen, es ist ja ein Thema, wo wir vor allem auch ein bisschen aus unseren vielen, aus unseren eigenen Erfahrungen können erzählen. Schöpfe, du hast mit dem Amel eine Fernbeziehung gehabt, jetzt nicht mehr. Magst du mal erzählen, wie war das, bei euch zwei? Und das ist schon meine zweite Fernbeziehung. Ich hatte zuerst noch ein paar Jahre vorher auf Wien fast ein Jahr eine Fernbeziehung gehabt. Das war eigentlich so mein erster Ausflug in diese Variante. Und also kann ich das sonst auch gerne dazu erzählen. Ich habe insofern wie schon ein bisschen eine Idee gehabt, was für mich dann herausfordernd ist, weil natürlich kann man da auch wieder schauen, je nach Schemaprägung und wie man so gestrickt ist, sind da ganz andere Herausforderungen da bei der Fernbeziehung. Insofern, das hat mir schon geholfen, ich hatte so eine Idee gehabt, auf was lade ich mich ein, was ist für mich schwierig. Und ja, der Amel und ich haben von 2013 bis 2017, wo unsere Tochter auf die Welt kam, eine Fernbeziehung gehabt, wirklich von Ulm auf Luzern damals. Und haben dann, das waren auch Fragen von der Community, ich berichte gerne auch meine Erfahrung berichten, sind eigentlich so halb zusammengezogen, weil wir jetzt Ulm zusammen uns etwas gemietet haben. Aber erst durch die Geburt von unserer Tochter sind wir das erste Mal dann immer beieinander und es war schon herausfordernd gewesen. Also ihr habt die ganze Phase durchgemacht, von eben an einen Ort gehen, von zwei Ländern mit Kindern kriegen. Das können wir dann alles noch anschauen. Was ich gerne noch schnell zuerst würde klären, wenn du von Fernbeziehungen redest, also eben du hast jetzt international, ich habe Zürich-Bern gemacht, 3 Jahre lang, habe das auch als Fernbeziehung erlebt. Würdest du da einen Unterschied machen? Ich habe nicht genau gegoogelt, wer jetzt wie was definiert. Ich kann dir wirklich sagen, was ich finde. Ich finde sogar schon eine Wochenendbeziehung, von mir aus, wenn man sogar in der gleichen Stadt ist und man sich nur am Wochenende sieht, hat schon viele Aspekte von einer Fernbeziehung. Für mich schwingt bei Fernbeziehung mit, dass man wirklich auch die Distanz noch sehr gezielt muss überwinden. Also dass genau das, man könnte am Abend doch noch schnell miteinander Film schauen oder kurz einspringen, dass das eben nicht so spontan geht und mit Aufwand und Planung verbunden ist. Von dem her glaube ich, dass auch schon Wochenendbeziehungen ein Teil von dem Charakter haben. Fernbeziehung ist für mich durchaus, also zum Beispiel Bern, Zürich, ist für mich gerade so an der Schwelle, wo ich es würde Fernbeziehung nennen. Ich weiß nicht, hast du es Fernbeziehung genannt? Oh, ich weiß nicht, ob wir das lang her. Es war bei uns so, dass wir jetzt nicht einfach schnell am Abend noch für eine Stunde auf Bern oder ich auf Bern wäre oder so. Von dem her, es war eine Wochenendbeziehung und hat auch so genau die Herausforderungen gehabt, wie Tschüss sagen, wie kommunizieren wir über Skype, wie streiten wir, wenn wir uns 2 Wochen nicht sehen, so also die Themen, die ich denke, kennst du wahrscheinlich auch und wo vor allem auch aus der Community kommst. Weil das ist mir noch wichtig zu sagen, dass wir reden nicht nur von unseren persönlichen Perspektiven, sondern wir nehmen auch die Fragen rein, die sind ganz viele auch per Mail gekommen oder per Instagram. Die lassen wir natürlich auch einflechten. Inwiefern ist das bei dir in der Praxis ein Thema? Wenig. Tatsächlich wenig. Ich habe mir auch überlegt, warum. Und ich glaube, dass das also mehrere Gründe hat. Das eine ist, also das Thema ist ja mega viel gewünscht worden von der Community. Und das ist jetzt aber nur so eine Hypothese. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie eben teilweise jetzt datet wird, dass du, wenn du über Online datest und über Tinder und je nachdem oder auch die anderen Plattformen, es gibt ja nicht nur Tinder, wie ganz viel zurückgeschrieben worden ist, weil wir da fest über das Tinder-Date geredet haben, dass da natürlich auch größere Distanzen reinkommen. Und ich glaube einfach, dass auch so Fernbeziehung in eine Therapie geht oder eben jemand bei mir kommt und sagt, hey, ich habe ein Problem wegen der Fernbeziehung, bitte therapiert das mit mir, sicher eher eine Nische ist. Ich habe aber immer wieder Leute gehabt, die über eine Fernbeziehung in ihre aktuelle Beziehung reingekommen sind und dann irgendwann bei mir gewesen sind. Aber ich würde es jetzt als Nische erklären. Ich habe aber gefunden, das Thema passt sehr gut, weil ich schon finde, ich habe einfach eine eigene Perspektive drauf, wo ich so ein bisschen mitreden kann, zumindest was mit mir gemacht hat.
es nicht immer so einfach gefunden. Das hätte ich jetzt gerade fragen, nicht immer so einfach gefunden, aber per se findest du, Fernbeziehung ist ein Problem oder siehst du auch Chancen drin? Also mit welchem Blick schaust du aufs Thema? Ich sehe es wirklich so 50-50, das sind die zwei Seiten der Medaille und es kommt extrem darauf an, jetzt sind wir schon bei der Schemaarbeit, wie jemand da reingeht und wo er steht. Wenn jemand die Fernbeziehung vorwiegend so aus dem gesunden Erwachsenen-Ich leben kann, wo er immer nur sich selber spürt, wohl ist, nicht irgendwie ganz viel schwierige Gefühlständig aktiviert hat, glaube ich, kann das ja auch ganz ein spannendes Typ. Für die meisten ist es ein Übergangsmodell, das ist ja auch noch wichtig. Wenn man die Leute fragt, selten sagt jemand, das ist unser Ziel, wir wollen das immer so behalten, wir wollen es nie irgendwie in eine Beziehung überführen, die näher ist, dann ist es sicher einfacher, als wenn jemand sagt, hey, ich habe ständig so Ängste, ich bin immer so unsicher, also das wäre vor allem die Kindanteile, die inneren, die aktiviert sind, fühle mich ausgeliefert, oder im blödsten Fall so autoritäre Stimmen, die sagen, hey, du hast ja keine Ahnung, was die oder der macht, wenn du sie nicht siehst, und weißt du nicht, ob der das ernst meint, dann hat man vielleicht im Umfeld noch Freundinnen, Freunde, die diese Stimme im blödsten Fall im Fall verstärken. Ehrlich, das klingt schon ein bisschen komisch. Also bei mir zum Beispiel war das am Anfang eine ganz grosse Herausforderung für mich, weil niemand hat ihn ja kennt hier in meinem Umfeld. Und dann habe ich so erzählt, dass ich ihn kennengelernt habe, weißt du, in Mallorca in der Ferien und er hat zwei Kinder und ist in Ulm, niemand hat gewusst, wo Ulm ist. Und dort war ich ja selber nicht sicher, was das wird. Ich war zudem noch in einer Beziehung. Also das war jetzt schon nicht ganz so einfach, alles irgendwie zu koordinieren. Und dann, dass es zum Beispiel ein riesiger Teil war, so zu hören, ja, bist du sicher? Bist du sicher, dass du das richtig interpretierst? Es war eine grosse Herausforderung, überhaupt zu wagen, die Beziehung einzugehen. Also ich habe das Gefühl, die Definition, es kommt viel schneller, ist auch die Frage der Definition, weil es einen gewissen Aufwand hat. Also bei uns war es so, dass an dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, eine Woche später bin ich auf Zürich gezogen, also wir haben uns in Bern kennengelernt. Wir hätten sicher nie so schnell uns zueinander bekannt, wenn wir nicht hätten müssen uns überlegen, lohnt sich jetzt der Kontakt über Bern, Zürich aufrechtzuerhalten. Es ist einfach wie, weil es war dann schon so ein bisschen ein Bekennen, gewesen, wenn ich extra wegen ihm auf Bern fahre. Das klingt jetzt, ich meine, eben verglichen zu Ulm ist das Peanuts, aber ich habe das Gefühl, der Definitionszwang kommt viel früher. Mm. Ja, und das, was du sagst, da müsste man jetzt fragen, das werden die Leute unterschiedlich erlebt haben, aber ich weiss noch, als ich den Amel kennengelernt habe, dass ich gedacht habe, zum Glück ist es nicht Hamburg. Weil immerhin, also ich bin gerade so, wie weißt du, die Distanz macht ja schon einen grossen Unterschied. Das, auf Ulm kannst du auf ein Wochenende und auf Hamburg mit dem Zug wird es schon ein bisschen knapp und mit dem Flieger hast du ein bisschen andere Probleme, wo du musst überlegen, ob du das willst. Das ist schon natürlich relevant, was du sagst mit, ist es mir überhaupt wert, die, so ein bisschen wie die Initialenergie zu investieren, weil man weiss ja nicht, was rauskommt. Mhm. Also das habe ich schon so erlebt. Und eben zumal ich nur eigentlich in dieser Beziehung in ja war, also wir haben uns ja auch länger nicht gesehen, das war dann wie nur so eine Zeit, gewesen, bis sich das formiert hat. Aber ja, da bin ich gefordert auf der Schema-Ebene und ich nehme an, das wird ganz vielen sogar, die auch die Fragen gestellt haben. Und ich glaube, auch die meisten haben die eben nicht gefragt, aus dem gesunden Erwachsenen, passt schon, sondern mehr mit viel aktivierten Kindanteilen oder so Stimmen im Kopf, die streng sind. Also du sagst eigentlich, ist Fernbeziehung nicht für jeden Mann, jede Frau geeignet? Oder gleich einfach, um damit umzugehen. Ich glaube, das würde ich mehr so sagen. Ich glaube, die Ressourcen, die es braucht, die psychologischen, sind sehr unterschiedlich. Also mehr als ich glaube, ich bin überzogen. Das macht kannst du das nicht benennen? Ja, ich frage vor allem dann immer nachher, wenn das mal das Thema ist, aber wie erlebt man generell so Sicherheit in Beziehungen? Also das wären die Bindungsmuster oder die Bindungsschema. Und jemand, der zum Beispiel von klein auf gelernt hat, Beziehungen sind verlässlich und wenn jemand mal so ein bisschen Ja sagt, dann heisst das im Moment oder meistens dann auch Ja. Wenn jemand nicht rum ist, das wäre so... Das ist also aus der Psychoanalyse die sogenannte Objektpermanenz. Das heisst, selbst wenn ich das Objekt nicht mehr sehe, in dem Fall Partnerin oder Partner, weiss ich immer noch, es ist immer noch da. Und es gibt Personen, die gerade mit unsicheren Bindungsmustern also eine fehlende Objektpermanenz haben. Das heisst, in dem Moment, wo eigentlich Partnerin, Partner schon wegfährt, mit dem Zug beispielsweise, wenn zwei Stunden später schon nicht mehr so genau weiss, ist er noch da. Und
Das ist etwas, das eine riesige Herausforderung sein kann, weil wenn da die Partner, Partnerinnen unterschiedlich funktionieren, ist das natürlich für die Person, die sagt, ja klar bin ich noch da, ich bin ja erst gerade gegangen, was ist denn? Kann das zu ganz blöden Situationen führen mit, ja, vertraust du mir denn nicht, im blödsten Fall? Jetzt haben wir doch so ein schönes Wochenende gehabt, jetzt meinst du, ich sei einfach weg. Und dort ganz wichtig ist zu verstehen, da funktioniert man so ganz anders. Der eine braucht dann ganz viel Rückversicherung. Und vielleicht können wir noch anschauen, das kann in Form auch von kleinen Ritualen passieren. Und der andere braucht es halt vielleicht einfach nicht. Das Gleiche dann auch mit, telefoniert man einmal am Tag oder einmal in der Woche. Da muss man ein bisschen schauen, was ist wichtig, um die Sicherheit aufrechterhalten. Ist das Gleiche, wie wenn ich manchmal höre, ja, solange wir zusammen sind, ist alles gut und kaum sind wir auseinander, bin ich nicht mehr sicher, ob die Beziehung eigentlich funktioniert. Das hat mit dem zu tun. Es hat viel mit dem auch zu tun, genau. Also man müsste es wieder genauer fragen, was es denn ist. Aber das ist etwas, was ich schon sehr häufig höre, jetzt übrigens nicht nur bei Fernbeziehungen. Das ist vielleicht auch ein Thema, wenn jemand noch nicht zusammen wohnt und man wohnt vielleicht eben wie nie eine Stunde weg oder eine halbe Stunde weg. Und es wieso ist auch, wenn ich es nicht spüre und sehe, dann weiss ich nicht, ob es da ist. Und ihr könnt jetzt schon weiterdenken, im blödsten Fall läuft das neue so komische Kontrollmechanismen aus. Weil was macht man, wenn man unsicher ist? Man versucht es zu kontrollieren. Und das ist bei Fernbeziehungen auch noch ja, ganz schwierig, weil Kontrolle, wenn man sie haben will, muss ja sehr strikt sein. Also bei meinem ersten Freund auf Wien war das so, dass der ganz fest darauf bestanden hat, dass wir jeden Tag skypen, also dass er mich jeden Tag sieht. Und das war die ersten 3-4 Wochen spannend gewesen, aber das ist sehr schnell zu Stress geworden, weil ich war an der Uni, die Vorlesung ist fertig, ich habe gesagt, ich habe bis um 4 Uhr und dann haben meine Kolleginnen gesagt, komm, wir trinken noch etwas miteinander. Und da hat es ja dort auch noch nicht wirklich die Smartphone-Geschichte gegeben übrigens. Du hast nicht einfach schnell können FaceTime. Und dann so, ja, nein, ich muss heim, ich muss skypen. Und das ist jetzt etwas gewesen, was im Nachhinein sehr viel mit Kontrolle zu tun hat. Ich hatte auch in meinem Zimmer sitzen, an meinem Kompi. Und ja, das ist jetzt schon lange her. Das konnte ich dort noch so, nicht so genau fassen. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, es fühlt sich nicht mehr so frei an. Und dort natürlich wichtig ist, wie eine Lösung zu finden zwischen gerade genug Kontrolle im Sinne von Sicherheit haben und nicht aber so invasiv das Gegenüber kontrollieren. Das kann sehr heikel sein. Ja, und es ist natürlich tatsächlich ein riesen Raum, wo man keine Ahnung hat, was der andere macht. Also das habe ich habe vor unserem Gespräch jetzt da noch mit meinem Mann einmal darauf zurückgeschaut, auf die 3 Jahre. Und er hat das erst gesagt, hey, weißt du, es hat ja so viele Vorteile gehabt, auch weil man einfach unter der Woche wie keine Rechenschaft hat, für nichts müssen ablegen. Also viel weniger Kompromisse gehen. Mhm. Und dann eben die andere Seite war, ich habe aber auch nie gewusst, mit wem oder was. Das war jetzt für mich nicht so ein Problem gewesen, aber auch zum Beispiel dann das Erlebnis nie gleichzeitig haben, zu haben miteinander. Und dann haben wir uns also daran erinnert, dann haben wir so die Skype-Gespräche gehabt. Und die haben wir beide immer sehr anstrengend gefunden, weil es ist so ein Nacherzählen von Emotionen, die man aber nicht geteilt hat. Ja. Dann auch nicht die gleiche Art von Kommunikation. Also gerade Skype, ich weiß nicht, wie ihr das kann, das habe ich. Also dort auf Wien war es Skype gewesen. Und ich höre im Fall gerade schon das Ding, ich kann es jetzt nicht nachsingen, aber ich höre das komische Blub, Blub, Blub und die Melodie. Ja. Und mit dem Amel war es dann mehr gewesen. Also das war eben auch noch so gerade Anfang Smartphone-Zeit gewesen und er hat ewig lang Käse gehabt, bis er seinen Blackberry dann mal im Vierwald Stettersee versenkt hat und endlich hat es ein iPhone gegeben. Wir haben teilweise nicht einmal einmal in der Woche telefoniert und nur SMS geschickt und das ist für so, wie ich gestrickt war, ganz schwierig gewesen. Ich habe ein bisschen wenig gespürt und für ihn war es so, es hat passt, also es war gut gewesen. Und das habe ich auch sehr eindrücklich auch streng gefunden, sodass ich Emotionen nicht teilen konnte, aber auch die Resonanz, mir hat sehr Resonanz auch gefehlt. Ich glaube, es ist mir schon durch den Kopf bei der Vorbereitung, Paare sind ja am Anfang auch unterschiedlich, wie fest sie so wie angezogen sind voneinander. Es gibt ja die Paare, die sind sich so wie am Annäheren sanft. Und wenn dann noch so die Distanz dazwischen ist, kann es ja wie noch schwieriger sein, dann das Annäheren stattzufinden. Bei uns war wie der Vorteil gewesen, es sind beide sehr überzeugt gewesen, dass man das wettet. Man wettet, dass das irgendwie funktioniert. Und ich habe gemerkt, ich bin wie bereit gewesen, gewisse Sachen in Kauf zu nehmen, also was sich unangenehm angefühlt hat, weil ich es einfach sehr fest wollte. Aber rückblickend, wenn ich so an die ersten 2-3 Jahre denke, merke ich habe immer noch ganz gemischte Gefühle im Bauch. Es war so wirklich kalt und heiß gewesen und es hat immer wieder gewacht, so ein Wechselbad.
Aber wenn ich dich richtig höre, das heisst, Kommunikation ist etwas ganz Wichtiges, was man miteinander muss absprechen muss. Wobei das ja dann manchmal auch schon wieder streng wird, dass man so Regeln muss miteinander aufstellen. Aber hast du da irgendwelche Erfahrungen, Tipps? Ja, ich habe im Vorfeld ja auch natürlich wieder mich mit ein bisschen Literatur schlau gemacht. Das eine Buch, es gibt so ein Büchlein über Fernbeziehungen, Erfüllt Leben, von der Linda Mitterweger. Man könnte es erwähnen, aber ich habe gefunden, es gibt so ein wenig Fleisch an Knochen. Es hat viele so ganz kleine Kapitel. Ich habe es jetzt noch spannend gefunden, so wie durchzugehen, um da sozusagen unten dran die Themen hängen. Also wenn jemand das lesen will, man hat sicher nichts vergeben, aber mir fehlt ein bisschen Tiefe. Und Kommunikation ist für mich schon dort drüber, wo ja auch so das Gespüren geht. Kommunikation ist ja mehr als Reden. Und das finde ich halt so ganz schwierig. Also du sagst das eine, man erzählt versetzt, man hat halt wenig die Erlebnisse zusammen. Und es ist auch durchs Telefon oder durch auch Zoom eine gewisse Energie fehlt halt. Und eine gewisse Art von Kommunikation ist ja auch auf dem Sofa hocken und sich umarmen. Und das muss man irgendwie kompensieren, ist vielleicht zu viel. Vielleicht muss es ja nicht genau gleichwertig sein mit allem, was man machen kann, wenn man in der gleichen Stadt wohnt. Aber es muss so fest aufgehoben werden, dass eben so die psychologischen Grundbedürfnisse, vielleicht wiederhole ich die nochmal, weil die kommen immer wieder, die vier Grundbedürfnisse, die auch der Grave begründet hat, aber auch noch ein paar andere mitgeschafft haben, die Schematherapie darauf aufgebaut ist, sind Bindung, Sicherheit und Kontrolle, dass wir den Selbstwert stärken oder uns schützen vor Selbstwertverletzungen und dass wir grundsätzlich Lusterlebnisse haben, also gute Erlebnisse. Und wenn man das so hört, ist eine Fernbeziehung ist da eine ganz grosse Herausforderung. Also die Bindung ist potenziell am Anfang noch nicht so sicher. Sicherheit und Kontrolle ist auch schwierig, wie du gut beschrieben hast. Denn der Selbstwert wird aber oft auch ja so mit Mini-Gesten. Also der Selbstwert stabilisiert kann sein, Partnerin, Partner kommt heim und gibt dir einen Kuss oder sagt, hallo, wie war dein Tag? Oder man hockt von mir aus auch zusammen an einem anderen Ort im Zimmer und schaut sich mal einfach an. Das sind alles also Selbstwertstärken, die Sicherheit geben. Und eben Lust, Unlust, was ich schon höre, wenn ich mit Fernbeziehungen zu tun habe, dass man sehr fest damit muss dealen, dass man Situationen muss aushalten muss, die man gar nicht jetzt haben will. Man will jetzt gerne beieinander sein. Oder man ist zusammen und hat jetzt Lust auf die Zeit allein. Das ist ja nicht so einfach. Dann hockt man dort und denkt sich, oh Mann, jetzt bin ich noch zwei Tage da, jetzt wird es mir langsam zu viel. Ja, genau. Und wenn du dann sagst, hey, es geht nicht, dann musst du wieder, dann geht es wieder eine Woche oder einen Monat oder je nachdem, was man für einen Rhythmus hat, wo man sich dann wieder nicht sieht. Und du sprichst ja an, das mit dem Streiten. Das finde ich schon ein grosses Thema, das ja auch eben schematherapeutisch spannend ist. Gerade wenn es jemand dabei hat, der konfliktvermeidend ist. Das ist eine grosse Herausforderung, weil dann nur mehr natürlich, wenn man sich das schon sieht und es ist gerade gut, die Lust nicht so riesig ist, jetzt irgendein Fass aufzumachen. Und in dem Büchlein ist gestanden, man soll Konflikte vermeiden. Und das habe ich gefunden, es ist einfach ein bisschen schwieriger als das, weil es ist dann nur noch ein Satz dazu gestanden, sprechen Sie an, was Sie stört. Und ja, wenn es so einfach wäre. Aber ich finde es schon wichtig, im Kopf zu haben, es lohnt sich, zu wissen, was man ansprechen will. Und vielleicht können wir jetzt schon ein bisschen einsteigen, in wie könnte man das machen. Das war auch immer wieder eine Community-Frage. Genau. Und ihr wünscht euch ja sicher auch ein paar Anregungen. Und ich kann sagen, was uns zum Beispiel geholfen hat. Ich finde ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, alles müsste konzentriert sein auf das sich sehen. Dort, also das ist vielleicht nicht die beste Sache, zu sagen, dann kommen wir, dann können wir uns begrüßen, dann warte ich zwei Stunden und dann lasse ich die Bombe platzen. Sondern viele erleben es als hilfreich, es klingt jetzt wieder so komisch, weil man wieder so muss planen, dass man vielleicht sogar bevor man kommt, sich wieder trifft, in einer anderen Form mitteilt, dass es noch etwas gibt, das jetzt besprechen wäre. Das kann je nachdem, was man gerne macht, schriftlich sein oder eine Sprachnachricht oder am Telefon, wenn man sich wirklich sieht oder per Skype. Warum kann das wertvoll sein? Weil letztes Mal habe ich jemanden gefragt, ja, welcher Kanal ist denn fair und welcher ist eben feig? Wir haben es schon mal beim Dating davon gehabt, mit Schluss machen und ghosten und so. Und ich dachte, was gebe ich jetzt, wenn ich einen Satz muss sagen? Und oh Wunder, ich habe auch wie gefunden, der Kanal, in dem wo ich am meisten aus dem erwachsenen Ich raus kann reagieren. Und ein Mail zu schreiben mit einem wichtigen Anliegen, bevor man sich sieht, ist nicht feig, wenn man aber da drinnen dafür schafft, mitzuteilen, was man gerne besprechen will. Und das kann extrem Druck rausnehmen.
Also im gegebenen Fall ist es auch ein bisschen unangenehm, aber man hat es schon mal formuliert und es ist schon wie auf dem Tisch. Und das kann die Vermeidung natürlich zurücknehmen, das dann anzusprechen. Aber auch das muss wahrscheinlich gut abgesprochen sein, weil ich habe mir es gerade vorgestellt, wenn ich dann ein Mail an Dunstig bekomme mit das und das möchte ich dann besprechen, dann bin ich schon mal am Drehen und ich kann es aber noch nicht damit umgehen, das kann je nach Person ja wahrscheinlich ein Ding, ich weiß auch nicht, was auslösen. Also auch das müssen wir dann wahrscheinlich gut miteinander abmachen, wie wir das würde handhaben. Also, ich weiß, dass mir... Entschuldigung, willst du etwas dazu sagen? Also das Mail müsste sehr ausformuliert sein. Also nicht, ich will dann noch mit dir reden am Samstag. Ich will dann noch über unsere Beziehung reden. Genau, ich habe dann auch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Sondern, also es ist gut, dass du das sagst, sehr ausformuliert. Was ist mein Thema? Wo stehe ich? Was brauchte ich von dir? Was würde ich mir wünschen? Wie kämen wir miteinander weiter? Lass uns doch bitte am Wochenende über das in Ruhe reden. Wir können ja dann schauen, wenn. Und klar, das wird aber auch mal eine Situation geben, aber mit dem natürlich das Wiedersehen einfärbt. Und das halt immer auch abschätzen, dass das dazugehört. Und das ist so etwas, das können wir nicht einfach rausfiltern. Das ist etwas, was ein grosses Thema ist und die Community auch gefragt hat. Ich habe oft die Übergänge sehr streng gefunden, also auch am Anfang, wenn man sich getroffen hat, wieder, bis man wieder so auf dem gleichen Level ist. Es ist wie so ein Einschwingen. Und je nachdem, wie lange halt die Zeit ist, die man miteinander hat, kann es dann sein, wenn dann am Samstagabend ankommst und am Sonntagabend schon wieder musst gehen, dann langt es einfach kaum, zum wie auf eine, wie soll ich sagen, eine gleiche Vibes, ja. In die gleichen Vibes hineinkommen. Das Eingerufen, gell, wo wir sagen, wir würden nie eine Aufnahme machen, ohne eine halbe Stunde vorher einzugerufen, weil ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt uns über, wenn wir auf der gleichen Welle sind. Und das ist angenehmer, das läuft besser, es ist irgendwie runder. Zudem gibt es, finde ich, ein paar gute Tipps. Und zwar, das erste fängt wieder an mit, man müsste mal zuerst darüber reden. Und ich erinnere mich auch an unsere Beziehung, jetzt mit dem Amel, dass wir da auch ganz andere Tempi hatten. Der Amel, aber das hat auch damit zu tun mit eben Objektpermanenz. Sie ist jetzt wieder da und sie ist ja auch nie wirklich weg gewesen. Da ist relativ schnell wieder eingestiegen, der einfach in das Paar-Setting. Und ich bin mehr so sinnbildlich am anderen Ende vom Sofa gehockt, so ein bisschen wie ein misstrauisches Reh und habe mal durchgeschaut, um zu schauen, was ist denn da eigentlich los? Ist alles noch gut und klappt das noch? Und wir haben das relativ gleich, habe ich das mal angesprochen, dass ich gesagt habe, das sei für mich ganz eine schwierige Schwelle. Gerade wenn wir zum Beispiel, ich bin angekommen, dann sind wir gerade irgendwo her, dann ist es noch schwieriger gewesen. Und wir haben dann angefangen, dort Ritual zu entwickeln fürs Ankommen und fürs Wiedergehen. Das empfiehlt die Frau im Buch auch, dass wir sind dann am Anfang eigentlich wie für einen Wetterbericht aufs Sofa gehockt. Also ich habe wie gewusst, ich komme an und dann, selbst wenn wir noch essen wollen, selbst wenn wir noch Kollegen treffen, wir sind zuerst mal eine Stunde, zwei, einfach allein, das Zweite, und man schwingt sich wieder ein. Und dann ist es frappant viel besser geworden. Und er hat das aber wie müssen hören, weil ich glaube, für ihn war es auch schwer, mich an mich zu fassen. Weißt, für ihn war es so, was hat sie denn? es ist irgendwie so komisch und so. Und es ist sehr schnell sehr viel besser geworden. Denn aus der Community ist ja auch die Frage gekommen, weißt, mit der Intimität. Man kommt an und dann hat vielleicht jemand gerade Lust, auch körperlich intim zu werden. Und jemand vielleicht nicht. Und ich musste dort schmunzeln, als ich es gelesen habe, weil ich dachte, wenn jemand sich so fühlt, wie ich mich gefühlt habe, ist also als letztes Lust, dass jetzt schon Körperlichkeit passiert. Weil für mich wäre dort sogar schon eine Umarmung so ein bisschen komisch gewesen. Ich war dann mehr gewesen, mal schauen, mit was hat man es zu tun. Und für das ist wichtig, dass man weiss, man gestrickt ist. Weil ich weiss das mittlerweile, das ist mein Bindungsmuster. Ich bin zuerst vorsichtig und dann tue ich mich wieder annähern. Das lösche ich auch nicht einfach so. Und das wäre schon mal spannend, wenn ihr zuhört, wenn ihr da funktioniert und was für Ritual könnte helfen. Es hat, also im Büchlein steht, man könnte immer irgendwie den gleichen Tee kochen, man könnte das gleiche Essen kochen, man könnte zusammen, es klingt lustig, aber es kann funktionieren, ein Lied hören, das man zusammen verbindet mit der Beziehung. Und vice versa, gegebenenfalls auch beim Abschied nehmen, so wie ein Ritual machen. Ja, wir haben die Sonne jetzt gerade. He? Du hast schön Sonne im Gesicht. Ach, Sonne, ja. Siehst du mich überhaupt noch? Ich sehe dich noch, ja. Bei uns hat es geschneit, Zulm. Keine Sonne. Genau, da muss man nämlich auch, man hat immer andere klimatische Bedingungen, wenn man miteinander kommuniziert, je nachdem. Nee, aber zurück. Was ich jetzt noch reinbringen will, du hast mir gesagt, hey, weißt du, eigentlich funktioniert eine Fernbeziehung so in Phasen. Du hast mich auf das Modell hingewiesen, wo da kurze Recherche 1965 von Bruce Tuckman, ist ein amerikanischer Psychologe,
Für Gruppendynamik hat er das aufgestellt. Da gibt es so vier Phasen: Forming, Storming, Norming und Performing. Mhm. Und das ist eigentlich ganz ähnlich bei den Fernbeziehungen, wenn wir da mal durchgehen. Genau. Also, das haben wir ja schon ein bisschen angesprochen, aber eben das Forming, dort an dem Anfang, wo man sich kennenlernt. Genau. Zuerst noch wichtig, das Modell, also ich bin nicht die Erste, die jetzt einfach sagt, ach komm, dann packen wir das auf Paarbeziehung drauf. Das wird auch immer mal wieder gemacht. Ich finde es griffig. Darum, wir haben ja gerne griffige Modelle. Genau. Forming. Forming, das ist so dort, wenn man aufeinander trifft und eigentlich noch gar nicht so weiss, was ist das eigentlich. Ich sehe immer so zwei Putzleteile, wo man muss schauen, passen die überhaupt zusammen. Es ist die Spannung im besten Fall hoch und die Faszination und auch so ein bisschen die rosarote Brille. Und so, dann machen wir es auf die zwei. Also, man ist ganz fest da. Was ja auch wichtig ist, weil das Fokus aufeinander hat, braucht man ja auch, weil am Anfang sind Beziehungen noch nicht so wahnsinnig kompatibel, sondern man bleibt miteinander, weil man es so spannend findet. Schön, genau. Und das finde ich auch noch wichtig zu sagen, gerade weil, wenn jemand sagt, hey, ach, es harzt so, schon am Anfang, jetzt müssten wir doch so, weiss Gott, wie verliebt sein. Nein, eigentlich ist es sehr normal, dass am Anfang ist es so ein bisschen wie ein Tau ziehen und schauen, was ist eigentlich, und die rosarote Brille hilft einfach sehr, wenn man die hat, um das zu machen. Und eben Konflikte werden eher noch vermieden, weil man die Beziehung nicht gefährden will, oder sich die anbahnende Beziehung nicht gefährden will. Aber jetzt bei Fernbeziehung, ist dann dort schon die Diskussion, wie organisieren wir uns? Macht das überhaupt Sinn, wenn wir da investieren? Findet das dort schon statt? Ja, wahrscheinlich findet das dort schon zu einem Teil statt, vor allem dann auch im Storming. Also dort, wo es wirklich stürmt, in der zweiten Phase. Das ist für mich, jetzt habe ich noch mehr das Bild, wenn ich beim ersten so habe, man positioniert sich so ein bisschen, dort geht es wirklich eher so ein bisschen in den Ring. Jetzt liebevoll, man muss sich nicht die Nase einschlagen, aber das ist wirklich so ein Ringen, wie macht man es denn eigentlich? Und der Alltag oft der auch wie reinkommt. Genau. Also es geht darum, um die eigenen Bedürfnisse wieder zu klären. Also wer bringt was in die Beziehung rein, wo man vielleicht am Anfang noch so ein bisschen toleriert und nett ist, wenn man primär will kitten, fängt man dann in der zweiten Phase an zu sagen, hey, aber das sind meine Bedürfnisse und das muss schon erfüllt sein, wenn wir da weitergehen. Genau, also es könnte auch so Banalitäten sein, wie, also ich erzähle ein Beispiel von uns, wo wir dann am Anfang sind, da habe ich ja dort natürlich übernachtet und ich hatte zum Beispiel eine Matratze gehabt, wo ich drauf geschlafen habe und ich habe die unglaublich unbequem gefunden. Und die Matratze, ich weiss nicht, was mit denen los war, die war so kalt gewesen, die ist einfach nicht warm geworden die ganze Nacht. Und so ganz am Anfang beim Forming bin ich bei so Sachen irgendwie schon so wie gewesen, ja, ich kann doch jetzt nicht das zweite Mal schon hier schlafen und dann verschimpfen, ich habe irgendwie das Bett so unbequem. Also einfach kann ich jetzt auch wieder mit mir zu tun haben, weil ich mit so Sachen umgehe, eher vorsichtig. Und dann im Storming halt so war, hey, wenn du weiter willst, dass ich hier schlafe, ich brauche einfach eine andere Matratze. Oder? Und er war so, so ja, wieso hast du nie gesagt, Jesus Gott, das habe ich nicht gewusst. Und sie war so ganz bequem und so schön warm und so. Aber das hat er ja nicht gewusst, er hat auf der anderen Seite ja nie geschlafen. Und das sind so Sachen gewesen, das Stormen braucht ja aber auch schon eine gewisse Vertrautheit und Sicherheit. Weil am Anfang ist es ja auch clever, vielleicht nicht mit jedem Pipifax zu kommen. Das sind ja so Kleinigkeiten, dass jemand sagt, das is ich eigentlich gar nicht, wo hier immer steht. Oder eigentlich trinke ich lieber Tee als Kaffee. Oder was weiß ich, eigentlich tue ich lieber am Sonntagabend gemütlich für mich, als dass man nun mal weggeht. Das wäre in der zweiten Storming-Phase. Ich denke, dort geht es um die Matratze. Ich habe eine frische bekommen. Und wenn jetzt dort auch schon Diskussion ist, du, haben wir überhaupt eine Zukunft? Ja. Gibt es einen Weg für uns zwei? Kommst du zu mir, ich zu dir? Oder ist die Distanzbeziehung wirklich die Beziehung, die wir leben? Ah, wir haben, glaube ich, auch Distanzbeziehung gesagt, kommen wir jetzt gerade in wenn man dort noch keine Antwort hat, ist das dann meistens der Schlusspunkt? Ist das dort, wo man eine Antwort sucht miteinander? Sehr gute Frage. Ich finde das ganz ein spannender Moment. Und zwar, weil ich wie auf zwei Arten würde antworten. Einerseits finde ich es ganz wichtig, dass man dort spätestens beim Storming darüber redet, was sind eigentlich so Visionen. Ich habe mir das auch noch aufgeschrieben, dass man dann auch wagt, in dieser Beziehungsphase mal zu sagen, ohne dass es verbindlich ist, weil das macht mich schon, oh nein, da traue ich es gar nicht zu sagen, da behaftet man mich drauf. Dass man einfach mal sagt,
wie könnte diese Beziehung aussehen in 2-3 Jahren? Und eben, ich weiss noch, bei uns ist das ein Thema gegangen, Amel hat halt die 2 Kinder gehabt und für mich war ganz klar, da ist viel mehr an Ulm gebunden durch das, wie wenn man kein Kind hat. Und ich habe nur mal so, es war so einen sogenannten Beziehungstest, nennt man das, dass man einfach mal etwas sagt, um zu schauen, ob jetzt die richtige Antwort kommt. Und ich habe so gesagt, könntest du dir denn nicht vorstellen, auf Luzern zu ziehen? Dort sind die Mädchen vielleicht 12 und 13 gewesen. Und er sagt halt so ganz klar, voll, also absolut, nein, das ist für mich kein Thema. Und das habe ich ganz, ganz einen schwierigen Moment gefunden, weil mein erster Impuls war, da können wir es gerade sein. Also wenn du die Offenheit nicht hast und du das so sakrosankt sagst, nicht weil ich will, dass du kommst, aber weil die Offenheit fehlt. Und wieso erzählt er das gerade? Weil wir, also ich habe es dir gesagt, ich habe gesagt, ja super, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Und er hat dann gesagt, vielleicht fragst du mich in einem Jahr nochmal oder in 2, aber jetzt gerade ist es kein Thema. Und das, mit dem habe ich wieder etwas anfangen können. Weil also dann ich wieder aufmache. Genau. Und dass man wirklich sagt, das eine ist, über Zukunft reden, aber auch wie wissen, ich glaube, man unterschätzt, dass wir gar nicht wissen können, wie es sich in einem Jahr anfühlt oder in 2 Jahren anfühlt. Und dort wie zu merken, und das ist manchmal eine Herausforderung, kann ich die Unsicherheit akzeptieren vom Nicht-Wissen? Und ich weiss noch, ich war dort auch irgendwie 34 und ich habe nicht so recht gewusst, will ich Kind selber oder nicht? Und das waren schwierige Fragen. Also er sagt, er will gar nicht auf Luzern kommen und mich gefragt hat, will ich überhaupt Kind? Wenn ich Kind will, könnte ich mir vorstellen, auf Ulm zu gehen oder in dem Fall kein Kind zusammenbleiben oder einfach gerade trennen. Und das war eine grosse Herausforderung an mein Sicherheitsgefühl, weil ich hatte lieber ein bisschen klarere Ideen gehabt von denen, wo man auch nicht weiss, ob sie sich würden bewahrheiten. Aber das wäre so beide. Ist ja in dem Moment, dass eigentlich das Hier und Jetzt wäre gut. Oder? Das ist ja alles, das stimmt für beide. Und aber Zukunftsvisionen sind nicht gut. Und wie geht man mit dieser Diskrepanz um, dass das Hier und Jetzt sich richtig anfühlt, aber für die Zukunft hat man noch wie keine fixe Lösung, wo man weiss, die verhebt, wo man wie eben die Unsicherheit muss aushalten muss. Das ist eine ganz, ganz eine schwierige Frage, weil es von Paar zu Paar darauf ankommt. Junge Paar, die sagen, ich bin gerade fest, also ich habe mir gar nicht die Idee von, ich muss jetzt den Partner haben, ich will unbedingt Familie, ich will die auch dort her. Die sind wie, so erlebe ich es, die haben wie mehr Puffer, die Unsicherheit auch noch anzunehmen und sagen, wir genießen auch die Vorteile von der Fernbeziehung, wo du gesagt hast, mit, es gibt ja auch viel Zeit dazwischen. Ich erinnere zum Beispiel sehr, ich habe unglaublich viel Zeit gehabt, immer alles zu erledigen, was muss erledigt werden, sodass ich an den Wochenenden wirklich nur dann Zeit gehabt für Amel und mich und für das, was wir dort machen. Schwierig ist es oft dann, wenn wirklich so Entscheidungen gefällt werden müssen, wo man nicht mehr so fest aufschieben kann oder so Grundsatzentscheid. Also jemand weiss, ich will eine Familie, ich will ganz sicher keine Fernbeziehung auf Tour. Und die andere Person sagt, ich weiss nicht, ich kann mir schon auch vorstellen, das immer so weiterzumachen oder ob ich Kind will, weiss ich nicht. Das sind so kritische Phasen in der Beziehung, wo dort darf man nicht wegschauen, dort müsste man her schauen. Wie kann man Verbindlichkeit einfordern? Mhm. Weißt du, wenn du eben sagst, der andere sagt vielleicht, ja, ja, mal, ja, ich kann es jetzt noch nicht grad sagen und du merkst einfach, ich will es jetzt wissen, ich muss, weil das kommt immer wieder, das kommt bei Kindern, das kommt vielleicht bei Zusammenziehen, das sind ja Themen, die immer wieder kommen. Das ist eine gute Frage. Heute stellst du super gute Fragen. Ich sage immer, ah, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage. Hat auch mal jemand gefragt, meine Lieben? Nein, ich kenne nämlich die Frage nicht, was Sabine vorher fragt. Das ist immer sehr spontan, wir tauschen uns mit unserem Skript wenig aus, das macht es so interessant, finde ich. Verbindlichkeit einfordern, gehen wir zum Schemamodell. Das Wichtige ist, dass man sich einfach mal bewusst macht, man hat schon ein Recht darauf, das an Wellen einzufordern, aber man hat nicht unbedingt das Recht darauf, dass der andere sich festlegt. Und dort würde ich fest darauf schauen, wieder aus welchem Modus, aus welcher Haltung rausgeht man in das Gespräch. Wenn ich so fordernd aggressiv komme mit, ich muss das jetzt wissen, du musst mir das sagen, im besten Fall nur so mit einer Strafkomponente, sonst irgendetwas, ist halt wieder die Wahrscheinlichkeit gross, dass das Widerstand kommt. Das heisst, einer ist mehr, wie zu schauen, zu sagen, hey, also ich versuche es mal so ein bisschen zu paraphrasieren, so, hey, ich merke, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mega das Bedürfnis habe, mehr zu wissen, was ist das eigentlich, wie geht das weiter? Ich merke, ich brauche mehr Verbindlichkeit, ich bin mir aber auch bewusst, dass das vielleicht für dich gar nicht so einfach ist, aber mir ist wichtig, das Thema auf den Tisch zu bringen. Und nochmal warten und schauen, was kommt. Weil wenn ich es so sage, ist einfach die Wahrscheinlichkeit grösser, dass es auf offene Ohren stößt.
Und dann müsste man wie rausgespüren, das kann ich natürlich jetzt von Paar zu Paar nicht sagen, kommt die Antwort, ein ehrliches, ich weiß es nicht, das ist für mich ganz schwierig. Oder kommt so eine emotionale Vermeidung, wo heisst, also wo man wie spürt, eigentlich wäre da noch mehr, aber die Person will es nicht sagen oder mag nicht herausfinden. Traut sich nicht sagen, ja. Traut sich nicht sagen. Und auch dort zu wissen, Verbindlichkeit ist ein Prozess. Verbindlichkeit ist ja nicht, irgendwann ist Commitment ist eine Entscheidung, dass man sagt, mal komm, wir machen es. Aber wie wir alle wissen, auch ein Commitment ist kein Garant. Und das finde ich einfach wichtig, Verbindlichkeit entsteht. Und das Gespräch über Verbindlichkeit kann im besten Fall ja schon Verbindlichkeit fördern. Und manchmal heisst es auch einfach wieder warten. Und ich habe das bekannte Bild, das sage ich ganz oft, wie von Stein ins Wasser rühren. Und manchmal ist es auch nicht gerade defekt. Manchmal zieht es vielleicht Wellen und es gibt wieder ein Gespräch. Und wenn man einfach merkt, das ist mir so wichtig, muss man es halt schon immer wieder aufbringen. Aber vielleicht nicht 20 Mal am Tag. Aber halt so. Eben, es kann ja dann auch alles überschatten. Das habe ich jetzt in verschiedenen Distanzbeziehungen mitbekommen, dass dann die omnipräsente Frage, wie organisieren wir uns, wie sieht denn die Zukunft aus, wie es das Hier und Jetzt total überschattet. Ja, und das kann man eben auch nicht wegreden. Also auch dort, man kann es versuchen zu vermeiden, das machen auch viele, indem man einfach nicht darüber redet, wenn man sich sieht. Das ist aber halt wieder ein Bumerang, das holt einem die halt wieder ein. Und wir haben jetzt gerade von Kind geredet und eben zusammenziehen, das sind sicher zwei grosse Themen, wenn man jetzt in dieser Reihenfolge geht. Ich habe noch spannend gefunden, dass ja auch die Variante gibt von, man ist schon, also wir sind Forming, Storming und dann kommt irgendwann das Norming. Also man wird zu einem Wir und man hat das eigentlich, ja, wieso, die Kommunikation ist etabliert, die Verbindlichkeit ist da und dann geht plötzlich jemand. Das ist auch eine Fernbeziehung, die kann entstehen. Plötzlich geht jemand nach 10 Jahren für 3 Jahre auf Amerika. An die Uni. Und dort hast du natürlich wie eine andere Basis, wo du kannst umgehen damit. Aber zum Beispiel deine Schemaprägungen auf Bindungsschema, die sind ja dann trotzdem da. Mhm. Und das ist für mich nur einfach zum Einbringen einen wichtigen Unterschied. Wir reden jetzt gerade fest von denen, man lernt sich kennen, genau. Dass es noch viele andere Arten von Fernbeziehungen gibt, die aber auch herausfordernd sein können. Zum Beispiel, dann ist man zusammen, man wohnt zusammen, man hat das etabliert mit der Sicherheit und der Kontrolle und das passt mit der Bindung. Und nach 10 Jahren gibt es eine Veränderung und plötzlich steht man gefühlt wieder auf Feld 1 mit den Ängsten, die man vor 10 Jahren hatte. Das wäre ja dann auch wieder eine Fernbeziehung, wo dann spannend wäre, was passiert. Es braucht wahrscheinlich ein frisches Forming, ein frisches Storming, wo dann durchgeht. Also die Phase, die wiederholt sich sowieso immer wieder, oder? Also das... Was ist denn beim Norming? Ist wirklich so, man macht miteinander einen gewissen Ablauf ab. Also man muss nicht immer wieder alles von neuem verhandeln, sondern es gibt eine gewisse Verbindlichkeit. Genau, das ist auch das, was einem ja ein gutes Gefühl gibt, dass man gewisse Sachen werden ritualisiert, gewisse Sachen sind verbindlich ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Es gibt ja auch die, erinnerst du dich, habe ich mal gesagt, Esther Perel, die gesagt hat, Mietverträge sind besser definiert als Beziehungen. Also dort ist ganz viel auch nicht unbedingt ausgesprochen, aber dort ist so die Sicherheit und Verbindlichkeit da. Genau, und dann nur um die 4. Stufe noch schnell sagen, das wäre das Performing, wo man sagt, jetzt läuft es, also jetzt ist es eingespielt und die Grundregeln sind klar, das Vertrauen ist da. Aber wie du sagst, und dann kommt eine frische Ausgangslage und man muss sich wieder formieren und es kommt der nächste Sturm. Genau. Wie geht man um mit Eifersucht? Habt ihr das kennt bei euch? Ja, ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell. Jemand, der sonst schon mehr Ängste hat. Also nur mal, Eifersucht heisst vor allem auch Verlustangst. Heisst, das Gefühl habe, ich Kontrolle zu haben und dass irgendwer mir da etwas wegnehmen könnte. Es gibt verschiedene Formen von Eifersucht. Das ging jetzt ein bisschen zu weit, das ist vielleicht mal eine eigene Folge. Aber auch dort ist ganz wichtig, so das Maß zu finden, zwischen wie viel muss ich das mitteilen, dass ich eifersüchtig bin oder dass ich mich unsicher fühle. Und wo wird es wie zu viel? Weil das kann natürlich auch Beziehungen zu einem Maß belasten, wo kann schwierig werden, wenn man immer alles will wissen, wenn man immer fragt. Ganz blöd ist, wenn jemand noch ein Misstrauensschema hat, also tatsächlich an die Welt hergeht mit dem Blick auf, ich gehe mal eher davon aus, ich werde belogen, betrogen und man ist nicht ehrlich mit mir, als wenn jemand mit so einem grossen Urvertrauen kommt. Aber wo gehst du denn her damit, wenn du es nicht am Partner oder Partnerin mitteilen willst? Wenn du sagst, hey, eben nicht so ein bisschen portionenweise?
Also durchaus finde ich es sinnvoll, das auch zu teilen mit Freundinnen oder mit Vertrauenspersonen, um also ein bisschen abgleichen, was ist der gesunde Anteil an Eifersucht und was ist, also wäre jetzt wieder so ein schemamotivierter Anteil von der Eifersucht. Also ich erinnere mich an eine Klientin, das ist nicht Fernbeziehung gewesen, aber es ist um Eifersucht gegangen und sie hat schon einiges an Therapie gemacht und hat irgendwann gesagt, weißt, ich spüre langsam, das ist zu viel, das gehört gar nicht alles zu ihm. Aber könnt ihr wieder Folge 4 und 8 hören. Das ist so ein meine Geschichte. Und dann haben wir darüber geredet, wie viel muss der Partner wissen. Und dann hat sie gesagt, wenn ich es ihm jedes Mal sagte, dann, also der nervt sich ja unglaublich. Und man wird dann ja auch so abhängig davon, er muss dir ja dann immer die Rückversicherung geben. Nein, das ist nicht so, es ist alles gut. Und das ist, ein Teil ist wichtig, aber sie hat dann von sich aus gesagt, und eigentlich möchte ich ja lieber gerne korrektive Erfahrungen machen, dass ich nicht immer von ihm die Rückversicherung brauche, sondern dass ich lerne zu vertrauen und im besten Fall die Erfahrung mache, es hat sich gelohnt. Mhm. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie dann immer zuerst mit einer Freundin, die sich offenbar für das auch zur Verfügung gestellt hat, geredet hat, um herauszufinden, ob das jetzt eine Situation ist, wo sie mit ihm teilen muss oder wo sie mit sich selber ausfechten. Und ich habe das eine sehr clevere, aber auch strenge Lösung gefunden. Sie hat da Menge Nacht, glaube ich, wäre es einfacher gewesen, ihm das vor den Latz zu knallen. Aber ich glaube, es war ein guter Entscheid. Die Beziehung ist noch, die hat sich stabilisiert. Das war noch gut gewesen. Das kann wie auch positiv überschrieben werden, eigentlich. Ja, weil sie natürlich eigentlich, das ist die Folge von nächstes Mal, sie hätte natürlich auch als erwachsene Ich auf ihr ängstliches Kind reagiert und ist selber für sich sozusagen der fürsorgliche Anteil wurde und hätte nicht immer jemand anderes dafür gebraucht. Und gell, das ist klar, wenn die Eifersucht aber tatsächlich begründet ist, und das ist ja bei der Eifersucht so gemein, dass man sie ja eben nicht weiss, wenn im Vorfeld natürlich Vertrauensbrüche rum sind, finde ich es gerade bei einer Fernbeziehung schon einmal herausfordernd, aus dem Grund, den du gesagt hast, weil man nie weiss, wo ist die Person. Und gell, Kopfkino, das ist ja wahnsinnig kreativ, das hört ja nicht auf. Und was ich auch mitbekommen habe, dass dann halt bei gewissen, wie die Beziehung, wie so ein Parallel zum Alltag stattfindet. Also an den Wochenenden sind sie zusammen, aber eigentlich die Kollegenkreise zum Beispiel oder das Umfeld, wo ja gewisse Sicherheit gibt, fehlt. Oder jemand aus der Community hat dann gefragt, ist das das richtige Leben? Ich habe einen spannenden Gedanken gefunden. Es kann ja dann auch sehr lang wie eine so etwas Eigenes, eine eigene Bubble sein, die Beziehung. Ja, und dass man auch vielleicht sehr vorsichtig ist damit, überhaupt in dieser wertvollen Zeit andere Leute zu treffen. Da hat die Linda in dem Buch über Fernbeziehungen auch so zwei, drei Tipps drin gehabt, wo sie, das finde ich wertvoll, dass sie das dort auch schreibt, dass es wichtig ist, nach und nach die Lebenswelten zu verknüpfen. Dass man also sagt, komm, wir gehen einmal am Wochenende mit irgendjemandem von meinen Kollegen weg. Oder mir hat zum Beispiel auch sehr viel gebracht, dass ich teilweise Tage alleine in Ulm verbracht habe. Amel war auf Geschäftsreise. Und ich war zwei Tage allein in Ulm und er ist wieder zurückgekommen. Und am Anfang habe ich so gedacht, ja super, was soll ich jetzt da, wenn er weg ist? Das ist eigentlich genau der falsche Gedanke. Und dann habe ich angefangen zu sagen, ja, dann mache ich mir doch einfach die Stadt so ein bisschen zu eigen, wie wenn ich halt hier zu Besuch wäre und habe den Kaffees entdeckt und bin ins Museum und irgendwelche Runden am Berg entlang. Und habe dann wie gemerkt, dann ist er heimgekommen. Und es war nicht, endlich kommt er wieder zurück, weil sonst bin ich ja nicht komplett, sondern ich habe noch etwas zu erzählen von dem Ulm. Oder ich habe relativ schnell angefangen, also wenn er mir Leute vorgestellt hat, und ich habe die nett gefunden, dass wir Nummern austauscht haben und ich bin mit denen auch etwas gut trinken. Und ich glaube, das war ein cleverer Zug gewesen, um die Lebenswelt ein bisschen verknüpfen. Und eine gewisse Eigenständigkeit auch überkommen in, ja, in seiner Welt. Ja. Also es gibt mehr Boden, genau. Sonst bist du ja immer so, bist immer das Anhängsel gefühlt. Er bei mir, ich bei ihm. Und jetzt gibt es ja dann vielleicht irgendwann die Phase, du hast gesagt, bei den meisten ist es so, wo man versucht, die Leben zu vereinen. Also wo man von einer Fern- zu einer sogenannten Normalbeziehung geht. Bei uns war es so, wir sind dann zusammen, ich bin auf Bern gezogen, wir haben dann dort zusammen eine Wohnung gehabt. Das war relativ einfach, weil ich vorher schon zu Bern gewohnt habe. Für mich war das nichts Fremdes. Es hat sich nicht angefühlt, als ich gebe etwas auf. Hm. Wie ist das bei dir? Ich war eigentlich in Bern, in welchem Jahr? Du fragst mich etwas vor 2010.
Vor 2010? Ja, also 10, 9, 8 und dann vorher noch 6, 5, 4, so etwas. Weil ich habe 2001 bis 2008 auch zu Bern gegangen. Wir hätten uns dort schon über den Weg gelaufen. Wir hätten uns schon kennenlernen können. Das sind wir ja. Eine verhinderte Beziehung. Ah, okay. Ja, bei uns war das dann so, dass... Ja, das war eigentlich nur ein entscheidender Anteil. Ich habe, das war 2015, habe ich irgendwann zum Amel gesagt... Also er hat in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt, so eine Junggesellenwohnung. Die Mädchen sind regelmäßig da gewesen. Und ich habe aber wie gemerkt, auch nach 3 Jahren, ich habe wieder, dort ich habe so nicht Fuß fassen. Ich habe, aber es ist vielleicht eben auch mein Thema. Jemand anders hat sich dort schon lange wohl gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich darf nichts verschieben, nichts anlängen. Das ist irgendwie, ich bin da nur zu Gast. Und habe irgendwann gesagt, für mich würde es einen mega krassen Shift darstellen, wenn wir eine gemeinsame Wohnung haben. Und er hat eh schon überlegt, etwas Größeres zu suchen. Und das war ein riesiger Einschnitt, dass wir wirklich unsere gemeinsame Wohnung zu Ulm gesucht haben. Dort noch im Fall null mit dem Wissen, wo wir mal landen. Das war mittlerweile wie ergebnisoffen. Ich bin mehr davon ausgegangen, dass ich dann auf Ulm gehe. Also ich habe schon mit meinem Arbeitsgeber schauen, beziehungsweise vor allem mit meinen Kolleginnen, mit dem Arbeitsgeber noch nicht, weil ich wusste, dass es das etwas schwierig wird, zu schauen, wie könnte man es aufteilen, dass ich vielleicht alle 2 Wochen nur dort arbeite und so ein bisschen pendle. Und dann haben wir dort so ein Häuschen gehabt und das war ein mega Shift gewesen. Also ab dann, dann hatte ich wie das Gefühl gehabt, jetzt haben wir den Boden, jetzt haben wir die Norm, jetzt vertippt es. Ja, dann war eigentlich die Idee, gewesen, das so ein paar Jahre zu machen. Und dann ist recht überraschend dann doch noch der Kinderwunsch gekommen. Ich habe mich von dem schon so eigentlich verabschiedet gehabt. Und plötzlich ist er wieder im Raum gewesen. Und dann mit dem Schwangerwerden ist dann wie klar geworden, aber erst in der Schwangerschaft. Also am Anfang war noch die Idee, gewesen, auch alles von Ulm aus zu machen. Dass ich Pause mache und dann irgendwie vielleicht pendle. Und plötzlich hat es sich sehr überraschend in die Schweiz verschoben. Und eben die uns so ein bisschen kennen, wissen, wir sind jetzt in der Schweiz. Das hat funktioniert. Aber das ist dort rückblickend, wenn ich mich drin versetze, immer das Aushalten von, man weiss gleich nicht, wie es da rauskommt. Und eigentlich immer ein Plan B. Das habe ich sehr streng gefunden. Aber auf deine Frage, die Verbindlichkeit von der gemeinsamen Wohnung ist für mich ein, ja, vielleicht sogar ein Conditio sine qua non. Ich weiss nicht, ob wir noch zusammen wären, wenn man das dort wenig gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich genug Boden bekommen habe. Hätte es dann können sein, dass ihr zu Ulm und zu Luzern eine gemeinsame Wohnung habt? Oder hat das schon müssen bedingen, dass man sich für einen Ort entscheidet? Nein, das wäre für mich okay gewesen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn wir nicht nur ein Kind hätten wollen, dass das noch viel länger einfach schön mit dem Hin- und Herpendeln. Ich habe schon eine Wohnung gehabt, wo er... Der Amel ist dort ganz anders. Der hat die Wohnung eingenommen. Das war nicht das Problem gewesen. In Luzern. Gell? Der war dort drin wohl und seine Bilder aufgehängt und gemalt und gemacht. Also, das ist wirklich, wir haben da viel gesagt, es war so wie ein Schwanken gewesen, von einem Bein aufs andere. Und erst noch mit der Kinderfrage war für mich wie klar gewesen, jetzt müssen wir so wie ein Standbein finden. Das heisst, er ist dann auf Luzern gekommen. Hast du nie die Schuld gefühlt gehabt, dass du ihn von seinen Töchtern wegnimmst, aus seinem Umfeld, von seinen Kollegen rausreißt? Das ist ein riesiger Thema und wieder ein Prozess. Also wir haben mit unserem Kind nur insgesamt 2,5 Jahre pendelt. Das ist ja die ganz, jetzt rückblickend, strenge Zeit gewesen. Wir sind jetzt 2 Wochen zu Luzern und 2 Wochen zu Ulm. Und 2 Wochen zu Luzern und 2 Wochen zu Ulm. Das ist wirklich dort so gewesen, wie das... Ja, es war wie die, so eine Kippschaukel und du hast nie gewusst, wo kippt es denn durch. Und auf deine Frage, wir haben einfach, ich weiß nicht, wie oft über das geredet. Das ist der Prozess. Und was sehr stark ist am Amel, das schätze ich auch an ihm, er ist nicht jemand, der würde Ja sagen, nur um Frieden zu lieben oder dass man aufhört, sondern er hat jedes Mal halt wieder in Kauf genommen zu sagen, nein, ich will nicht weg. Und als er dann ganz auf die Schweiz kam, das war jetzt erst vor 1,5 Jahren, gewesen. Und dann sind beide Mädchen schon volljährig gewesen. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt gewesen. Das habe ich auch immer gewusst, könnte Patchwork-Folge hören können, dass ich dort einfach sehr viel Geduld mitbringen muss, weil es da 2 Menschen gibt, die mindestens so viel Gewicht haben wie ich. Bei der Kinderfrage hast du mir, glaube ich, damals geantwortet, wenn der eine will und der andere nicht, dann hat das Veto, das nicht will. Genau, das habe ich so ganz plakativ gesagt. Genau. Ist das beim dem, wenn man sagt, hey, ich will, jetzt müssen wir uns einfach einigen auf etwas? Ja.
Also ich kann jetzt nur von mir reden, ich hätte das so gehandhabt, weil mir ist klar gewesen, ich wette auch gar kein Kind in unserer Konstellation, wenn er nicht voll und ganz Ja sagen dazu. Und in meinem Fall war der Vorteil, gewesen, dass ich nie einen Kinderwunsch hatte, der so stark war, dass das für mich ganz schwierig gewesen wäre. Ich habe mich dann mit dem, glaube ich, schon auch arrangiert, und auch mit den Kinderfragen. Das ist auch, sind viele Gespräche gewesen. Und irgendwann ist einfach der Punkt gekommen von, ja, jetzt passt es. Und dann sind eben die Schuldgefühle dann schon im Hintergrund. Aber teilweise denke ich schon jetzt, dass ich denke, ich habe halt viel mehr in der Schweiz mein altes Umfeld und meine angestammten Strukturen. Er hat aber auch schon gesagt, für dich, Feli, wäre es so viel schwieriger, so wie du gestrickt bist, so viel schwieriger gewesen, in Ulm Fuß zu fassen, wie für mich zu Luzern. Und das stimmt halt auch. Und so Sachen mit einzubeziehen, könnten ja ganz wichtig sein. Aber eben, wie geht man mit dem um, wenn der eine vielleicht auch sagt, hey, wegen dir habe ich jetzt das alles aufgegeben, wegen dir, für unsere Beziehung, das gibt ja so eine, boah, schon so eine mega Last, bevor man überhaupt anfängt. Ja, das ist natürlich recht toxisch. Dort müsste man auch noch wissen, wie hättest du vorher schon darüber geredet. Spannend, wenn du jetzt nur das sagst, gell, bin ich schon am Schema spekulieren. Und es gibt natürlich auch die, die, weißt du, ich glaube, darum habe ich vorhin gesagt, es hilft, wenn jemand sehr klar immer wieder Nein sagt. Also der Amel hat mit jedem Mal Nein sagen, mir wieder zugemutet, dass ich wieder die blöde Spannung aushalten muss. Und manchmal ist es auch so, dass wenn nach die Schuldvorwürfe kommen, dass man sich auch eben zu schnell in etwas hat reinreden lassen, vielleicht auch, weil man seine Position zu wenig reflektiert hat, nicht klar genug gesagt hat, nein, ich will das wirklich nicht. Und Schluss am Ende kann man das, wenn man genau versteht, was passiert ist, manchmal auch auflösen. Weil das sind oft ja Schemamuster, die nicht nur dort vorkommen. Das andere, was mir jetzt auch überlegt, also, wie gehst du damit um, wenn der andere vermisst? Also zwar, wenn er dir keine Schuldvorwürfe macht, dass er bei dir ist oder dass er euch für den Ort geeinigt hat, aber trotzdem ein Vermissen da ist. Mhm. Du bist jetzt zu Ulm, das heisst, ihr habt auch einen Weg gefunden, um die Welt vom Amel bei euch immer noch zu integrieren. Genau. Und auch dort, also dort reden wir auch immer wieder darüber. Wir haben versucht, so wie einen Schlüssel zu finden. Also ich habe ihn mal gefragt, wenn du dir dürftest wünschen, wie er immer so schön sagt, auf der grünen Wiese, wie oft wärst du denn dort? Und ja, haben dann irgendwann einfach gesagt, wir versuchen einmal im Monat so etwas einzuschieben, aber da geht er zum Beispiel manchmal auch allein oder manchmal nimmt er dich klein mit. Und ich merke schon, wenn er länger nicht dort war, dass mir etwas fehlt. Und ich finde auch immer noch, dass wenn wir hier in Ulm sind, dass es eine Facette von ihm gibt, an Leichtigkeit, die ich in Luzern nicht an ihm kenne. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für unsere Beziehung, dass ich dem viel Gewicht gebe, dass ich das ernst nehme und dass ich weiss, es ist auch für unsere Beziehung gesund, wenn er dort regelmässig genug seine Mädchen, seine Mutter, seine Schwestern sieht, seine Kollegen sieht. Glaube, wir sind da hier und er ist halt fast jeden Abend trifft er seine Kollegen. Aber das ist ja genau okay. Hier müssen wir ja nicht nur irgendwie jeden Abend die auch noch zusammen verbringen. Und ja, das ist viel Gespräch, viel im Kontakt, wir viel aneinander spüren. Und das wäre auch etwas, was ich so ganz gross würde mitgeben. Also zuerst mal selber herausfinden, was will man. Und das vielleicht für sich sogar zuerst aufschreiben. Also die Frage ist ja auch, wem muss man seine Beziehung hineingeben? Weil so unausgorene Sachen, sich dann sozusagen schon mitzuteilen, kann ja auch wieder zu einer nächsten Welle führen, wo man sagt, wie meinst du jetzt das? Und zuerst überlegen, was will ich? Was brauche ich? Da reden wir dann nächstes Mal darüber, das innere Kind. Was fühle ich und was brauche ich? Und erst dann vielleicht überhaupt ins Zwiegespräch zu gehen. Gibt es eigentlich Menschen, die eine Fernbeziehung suchen, weil sie eben vielleicht Angst haben vor der sogenannten normalen Beziehung? Aber klar, ja, ich bin da schon am Schmunzeln, klar. Fernbeziehung kann eine wunderbare Vermeidungsstrategie sein, um mit neuen Distanzthemen umzugehen, weil sie ja auch eine Legitimation ist. Oder nachher sagen, ja, jetzt ist es einfach zu streng, jetzt ist es umständlich, Zugfahrtplan passt nicht. Ich meine es auch gar nicht bewertend oder problematisch, weil wir haben alle unsere Bewältigungsformen, aber für emotionale Vermeider hat die Fernbeziehung natürlich ein paar so Schlupflöcher. Genau. Oder eben, man steudelt etwas raus, nicht darüber reden, weil man weiss, am 5 geht der andere oder die andere auf den Zug. Ach, und dann hat man es wieder ein bisschen vertagt. Aber eigentlich, wenn ich dir jetzt die Stunde zugelassen habe, ist es eben genau das Gegenteil, was eine Fernbeziehung verlangt, wie ich fast noch mehr, was ja eigentlich eh alle Beziehungen verlangen, aufeinander zugehen, miteinander abgleichen, immer wieder, wo steht der andere, muss man etwas anpassen, justieren. Finde ich, ja. Ich finde, das ist für jede Beziehung sinnvoll, aber in einer Fernbeziehung viel mehr, weil
weil ich schon finde, dass sich die Ausgangslage teilweise so schnell ändert. Ich hätte vielleicht am Anfang genauso wenig gesagt, ich kann mir vorstellen, in Ulm zu leben, und plötzlich 2016 habe ich mich mit dem auseinandergesetzt und alles mal so in die Richtung die Weiche gestellt und dort zu merken, also offen bleiben, so gut wie es geht, und zu schauen, wie komme ich in die Haltung von dem Erwachsenen, ich, wo ich auch offen genug bin, können in so Diskussionen rein, ohne halt so bedroht zu sein. Aber ich weiss, dass das einfacher gesagt ist, manchmal als gemacht. Und sonst halt wirklich Hilfe holen. Man kann natürlich, gerade so schematherapeutisch, mit einer Therapeutin hat man in 2 Stunden mal die Schemastruktur ein bisschen beieinander und zu sehen, wo sind eigentlich da die grossen Stolpersteine. Und manchmal kann das auch sehr helfen, dass wir können zu delegieren, nicht selber alles müssen herausfinden. Verbindlichkeiten eingehen, ja, auf einer regulären Basis. Du, sag noch mal schnell zu dir, es nimmt mich auch nicht wunder. Und wie lange habt ihr zusammen gewohnt, bis ihr ein Kind gehabt? Ich bin, ist immer so schwierig, wahrscheinlich. Also ich glaube, 3 Jahre Distanz bezieht, dann 2 Jahre zusammen gewohnt und dann Kind. Dann Kind. So schön, schön, ne? So nach Nein, aber also ich finde einfach ein gesundes System hat sich wie können immer anpassen. Gell, ich finde zum Beispiel die Vorstellung, schwanger zu sein und dann erst zusammenziehen, hätte ich ganz schwierig gefunden. Das wären wie so 2 Sachen gewesen, miteinander zu nehmen, aber das ist ja auch nicht vor allem. Ich habe das sehr, sehr schön portioniert. Und dann sind wir wieder zurück auf Zürich. Dann sind halt auch wieder Bedürfnisse anders gewesen vom Umfeld. Mm. Das ist ja auch jedes Mal, ändert sich dann wirklich wieder, was wichtig ist. Wo vorher ist das Pendeln, also ich habe in Zürich geschafft, muss ich sagen, ist das Pendeln für mich unregelmäßig geschafft, nicht so ein Problem gewesen. Mm. Und dann mit Kindern konnte ich mir plötzlich nicht mehr vorstellen, am Morgen um 4 Uhr anfangen zu arbeiten und früher zu gehen. Mhm. Ja, das vielleicht würde ich es jetzt wieder machen. Das ist immer so ein bisschen. Und auch so ein eigenes kleines Kämmerchen irgendwo zu haben, wo du ab und zu könntest. Eben jetzt würde ich es vielleicht sogar als Vorteil annehmen. Also es ist tatsächlich so. Jetzt gerade geht es irgendwie nicht, aber es hat eine Phase gegeben vor etwa einem Jahr, wo du einmal sehr regelmäßig bis zu 5 Tage mit der Kleinen zu Ulm war. Und das waren natürlich auch wunderbar coole Momente gewesen, weil man wieder so ein bisschen in die alten, freieren Muster reingekommen ist, von es ist nicht alles so durchgetaktet. Das vermisse ich gerade ein bisschen. Dann konnte ich sogar mal mit dir einfach kurz Nacht essen. Ah, einfach so! Stimmt. Genau. Hey, ich glaube, wir haben einen wunderbaren Rundumschlag gemacht von den Fernbeziehungen. Mhm. Trotz unserer Distanz. Wie war es für dich? Erstaunlich normal. Aus den Nachbarn, die nebenan Klarinette oder was gibt, der hat mich ein bisschen abgelenkt und so. Also ich bin schon gerne mit dir in einem Raum, aber sonst ist es erstaunlich gut gegangen. Du? Ja, so wie ich es erhofft habe. Also ich fühle, ich habe genug, mein System kann, wenn ich dich nur schon sehe, genug Nähe herstellen. Aber ich bleibe dabei, also das soll nicht irgendwie die Norm werden. Ich finde das nicht. Andersrum noch schöner. Aber es ist cool, ich finde es cool, haben wir es mal ausprobiert. Einfach auch zum Wissen, gell, für euch da draußen. Wir haben natürlich auch gesagt, wenn wieder mal so etwas ist. Also das letzte Mal war einfach wirklich nicht in der Verfassung gewesen, dass wir hätten können aufnehmen. Aber dass wir wie wissen, wir hätten den Plan B. Und wie ich gerade gesagt habe, Plan B haben ist schon gut. Das stimmt, das sind spannende Sachen. Danke vielmals, Feli, dir für das Gespräch. Danke vielmals euch allen fürs Zuhören. Wir zwei sehen uns ja schon in einer Woche live hier in Zürich. Es gibt nämlich eine Premiere, der Beziehungskosmos geht auf die Bühne. Ja. Ronorb hat uns ins Theater im Zollhaus eingeladen, wo wir zusammen mit dem Impro-Theater an und 40 eine Valentins-Show machen. Wir haben noch keine Ahnung. Nicht genau was. Nein. Spontan und improvisiert und leider schon ausverkauft. Genau. Wir konnten es nicht einmal hier noch bewerben. Genau. Schon ausverkauft, aber wir haben schon die nächste Anfrage bekommen, für live auf die Bühne zu gehen. Wir dürfen noch nicht mehr Details verraten, aber wenn alles klappt, sind wir im Juni nochmal live. Gegebenenfalls sogar im Herbst. Also, wir werden euch auf unseren Instagram- und Facebook-Kanal auf dem Laufenden halten. Genau, wir bleiben vor allem auch in unserer Beziehung flexibel und entwickeln uns. Ja, unbedingt. Immer mal etwas Neues. Ja, danke vielmals auch euch allen, die uns nicht nur zuhören, sondern uns auch unterstützen. Ihr schickt uns so viele wertschätzende Nachrichten aus der ganzen Schweiz und aus Deutschland. Ich bin immer wieder ganz gerührt, wenn ich die Twint-Überweisungen oder die Abo-Überweisungen überkomme mit euren Kommentaren.
Weil wir sind ja ein unabhängiger Podcast ohne Werbung und ohne Sponsoring. Das ist uns wirklich wichtig. Und wie ihr uns könnt unterstützen könnt, unsere liebste Variante ist die Abo-Variante, das heisst ein Dauerauftrag von euch. Das hat den Vorteil, dass weder ihr noch wir extra Kosten habt und ihr vor allem auch wisst, wie lange und wie hoch ihr das Abo lösen wollt und wir doch ein bisschen Sicherheit haben. Also danke vielmals für all die, die das machen und so eigentlich Teil von dem Beziehungskosmos sind. Und wie genau das geht, findet ihr alles auf beziehungskosmos.com. Und in 2 Wochen, wenn wir uns dann wieder sehen, zusammen, reden wir über das innere Kind, wie wir schon angetönt haben. Und dort wirklich auch vor allem die Frage, wie können wir in Kontakt treten mit dem inneren Kind? Wie können wir das hören und irgendwie in Beziehung gehen? Genau, also ein bisschen mehr, weil die erste Folge von meiner Kind, wenn ihr die nochmal nachhören wollt, die ist eine von den Folgen, die auf sehr grosse Resonanz gestoßen ist. Und das Thema ist aber so umfassend, wir sind dort gar nicht so dazu gekommen, zur Arbeit mit dem inneren Kind. Es ist mehr darum gegangen, um das Konzept und was bedeutet das und schematherapeutisch. Und das ist der Kern von der Schemaarbeit, die Selbstzuwendung, die Selbstfürsorge, die Selbstliebe. Und um das geht es nächstes Mal. Genau. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Beziehungskosmos.